Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt und wie ihr seht, sind der Take und ich diesmal nicht alleine hier, sondern wir haben Besuch und da freuen wir uns ganz besonders drüber, denn das sind die Lani, der Alex und der Gerd von der Comiciade, die dieses Jahr das erste Mal in Aachen stattfinden wird und die drei sind vorbeigekommen, um uns ein bisschen was über die Comiciade zu erzählen und darüber freuen wir uns natürlich besonders und ja, ich würde sagen, wir fangen dann auch direkt mal an. Ja, ich würde sagen, unsere Gäste stellen sich erstmal kurz vor, wer sie sind, was sie machen und was sie halt oder was ihre Aufgabe bei der Comiciade ist auch. Ja, hi, ich bin Lani. Ich kümmere mich um die Manga-Anime-Fans, die Cosplayer und bin selber Illustratorin und auch im Comic-Bereich tätig und ja, gucke, dass alle bei gutem Gemüt bleiben. Ja, ich bin der Alexander und ich bin der Hauptorganisator. Ich bin im der IG Aachener Portal, die das Ganze ausrichtet. Ich bin dann nur ein einfaches Mitglied, aber ich habe mich da um die Organisation halt nicht gerissen, aber ich mache sie. Und Tut's dir leid? Weiß ich noch nicht. Werden wir sehen. Ja, ich bin der Gerd. Ich bin eigentlich nur Comic-Fan, also Sammler und interessiert und ich kümmere mich halt auch so um so ein paar kleine Sachen, die anfallen. Übersetzungen mache ich einige und das ist eigentlich so meine Arbeit. Ja, cool. Dann auf jeden Fall schon mal Dankeschön für die Vorstellung. Jetzt wissen alle, wer ihr seid. Und das kommt jetzt auf YouTube. Ihr könnt euch jetzt nicht mehr verstecken. Pech gehabt. Ich dachte, so. Du bist ein schwarzer Ball. Nein, eher weniger. Dafür war das doch gedacht, oder? Ja, das Wanted-Team ist gut, ja. Okay. Genau so funktioniert das. Okay. Also er ist zum Freischuss freigegeben, ne? So. Nee. jetzt natürlich die Hauptfrage, die sich stellt, ist ja das erste Mal, dass in Aachen auch nur sowas Ähnliches wie eine Convention bzw. eine Comicmesse stattfindet. Und da fragt man sich natürlich, wie seid ihr auf die Idee gekommen, das überhaupt zu machen? Ja, soll ich da oder? Na, wie du willst. Ja. Sag doch was. Sag du wirst nachher schon so viel erzählen. Erzähl. Also ursprünglich, wir haben ein Comic-Treffen in Aachen und da hatten wir immer schon mal die Idee, das zu machen. Aber es fehlt dann ja oft an auch Kapazität und überhaupt. Und dann haben wir den Alex kennengelernt und das war eben so der Mensch, der alle Kontakte oder viele Kontakte hat. Und der hat das Ganze so richtig dann in Schwung gebracht und in Gang gebracht, dass das so angelaufen ist, wie es jetzt halt anläuft. Also, oder wie es halt jetzt werden wird. Ja, sag mal, die Idee sicherlich ist schon seit 2-3 Jahren, steht im Raum, aber wir konnten sie nicht wirklich umsetzen, weil, wie gesagt, Manpower und Geld fehlten. Dann kam der Zufall und auch ein Projekt, was in Aachen Nord läuft, dazu. Das ist die soziale Stadt Aachen Nord. Da gibt es einen Verfügungsfonds, aus dem man, wenn man was für die Allgemeinheit tut, halt auch Fördermittel beantragen kann. Und diesen Weg sind wir gegangen und darüber können wir halt ein paar Sachen der Comiciade bezahlen und den Rest müssen wir halt dann noch erwirtschaften. Aber das war so dann nochmal so der Kick, den wir brauchten, um zu sagen, okay, wenn wir das und das schon mal bezahlt kriegen über einen Fonds, über eine Förderung, dann können wir den Rest sicherlich auch stemmen. Und ja, so sieht das jetzt auch aus. Okay. Ja. Und warum gerade Aachen? Also ich sag mal, Aachen ist ja jetzt eigentlich jetzt nicht so unbedingt, ich meine, klar, ist eine Kulturstadt, Das auf jeden Fall, aber wenn man jetzt so an die großen Conventions und Messen denkt, da fällt Aachen ja jetzt bis auf die Euregio nicht wirklich Aachen ein. Ist perfekt, weil Aachen direkt am Dreiländerpunkt liegt und Comics halt hauptsächlich, die Belgo-Frankischen haben wir direkt in der Ecke. Wir haben die Möglichkeit, wir sind nicht zu weit weg, sag ich mal, wir haben Leute, die aus England rüberkommen. Also das liegt schon echt günstig und viele belgische Zeichner und auch niederländische Interessenten haben auch gesagt, sie waren noch nie in Aachen, sie würden sehr gerne mal in die Karlsstadt kommen. Ja, also. Ja, man muss bedenken, Aachen ist auch eine sehr männliche Stadt durch die Hochschule und Comics und ist zum größten Teil ein, wir sind ja am Stammtisch, ist ein männliches Hobby und durch die RWTH ist es halt, ist eigentlich perfekt, Aachen, warum es sowas in Aachen vorher nicht gab, ist eher die Frage zu stellen, warum bisher sich dafür niemand begeistern konnte oder niemand gefunden hat, der sowas initiiert hat, das ist eigentlich das Erschreckende, weil eigentlich, wie gesagt,
Comics, die in Deutschland mit einer Auflage vielleicht von 2000 Exemplaren erscheinen, die erscheinen in Belgien und Holland mit 200.000, 300.000 und die werden, und das sind einfach eine ganz andere Kultur. Und wenn wir diese Kultur doch auch so nah vor der Haustür haben, warum sollen wir die hier nicht auch mal in Aachen präsentieren? Und wir haben viele belgische Zeichner, die rüberkommen werden, und für die ist es genial, die kommen mit einem Auto. Ne, die müssen, ja, wenn die nach Erlangen oder München zu den großen Comic-Messen, dann müssen die sehen, wie sie da hinkommen. Aber bei uns, der Hermann sagt, ich setze mich in mein Auto, komme rüber morgens und fahre abends wieder. Das ist perfekt. Also ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Was erwartet die Besucher denn auf der Comic-Kerle? Auf dem Plakat sieht man ja einige Namen, die den Comic-Fans bestimmt ein Begriff sind. Also ich selber lese eigentlich relativ wenig Comics, deswegen kann ich mit den meisten Namen darauf nicht wirklich was anfangen. Aber wen kann man denn zum Beispiel treffen? Ja, vielleicht kennst du die Zeichner nicht, aber du kennst all die Figuren dieser Zeichner. Wahrscheinlich, ja. Und wenn man es andersrum, wenn du den kleinen Untertitel liest, wenn Donald Duck, wenn du Spider-Man, wenn du Muppets, Popeye etc. pp. Liest, dann hat man ein Bild vor Augen und das sind die Leute, die diese Figuren zeichnen. Und die kann man halt kennenlernen. Von denen kann man sich was signieren lassen in den Büchern. Man kann auch einfach mal die auch mal ansprechen und mal fragen, sag mal, wie machst du das eigentlich? Oder wie entsteht so eine Szene? Das ist vielleicht so ganz interessant. Und das ist ja sicherlich der Ulrich Schröder, der Donald Duck-Zeichner, der aus Paris kommt. Der ist halt schon eine ganze Zeit lang, wird er da sein, also fast eine Woche, glaube ich. Ja, der ist eine Woche. Und da kann man sich wirklich anschauen, wie der einen Comic quasi von der Vorskizze bis zur Endzeichnung durchzeichnen. Und ich denke, da sieht man schön diesen Prozess der Herstellung eines Comics. Ne? Das finde ich eine gute Sache. Ja, wie eine Zeichnung entsteht. Das ist ganz spannender. Ja. Also ich war schon im Genuss, das zu erleben, wie er das macht. Und das ist einfach, man muss es einfach mal gesehen haben. Das ist einfach toll. Das ist, wie gesagt, auf diesen ersten Zeichnungen, da sieht man nur ein paar Striche. Also, ja. Sagt er, das, und guck mal, das ist die Szene. Ja, gut. So viel Fantasie hatte ich jetzt noch nicht. So, klar, habe ich direkt erkannt. Ja, aber das sind so Sachen, wo man da, und dann gibt es die ganzen Zwischenstufen. Er zeichnet erstmal ganz klein, weil er unterwegs zeichnet, wenn er mit der Bahn fährt und sowas. Und dann, wenn er so eine Skizze dann hat, dann überträgt er die auf ein größeres Blatt und dann muss er das nochmal größer machen und dann wird das. Also diese ganzen Schritte, die notwendig sind, damit hinter eine stimmige Szene einfach. Und da rede ich von einem Bild. Ein Comic besteht ja aus vielen Zeichnungen. Und da rede ich jetzt nur von einer Zeichnung in einem Comic. Wie viel Arbeit auch da drin steckt. Weil wenn man so einen Comic dann einfach, sagen wir mal, konsumiert, dann sieht man das. Das ist ein komplettes Ding. Aber in jeder Zeichnung steckt viel Arbeit. Und das ist einfach, das muss man, wenn man es mal so kennenlernt, eine interessante Geschichte. Das hört sich auf jeden Fall schon gut an. Ja, vielleicht einfach mal so ein bisschen auch generelle Informationen über die Messe, einfach auch für diejenigen, die davon jetzt vielleicht noch nicht gehört haben. Ich sag mal jetzt so mal grob die Eckdaten, einfach um, ja, vielleicht sitzen ja auch welche vor den Rechnern, die vielleicht auch Lust hätten, dann spontan doch noch zu kommen oder die ihr jetzt noch dafür begeistern könnt. Also ja, der Fahrverkauf hat ja jetzt erst begonnen. Ja, also, ja, deswegen. Wir haben bis Anfang April Zeit mit dem Vorverkauf und der läuft also auch schon ganz gut. Ja, zu den Eckdaten. Wir haben 20 nationale und internationale Künstler da. Die stehen auch da hauptnamentlich, also nicht alle, stehen auf dem Poster, aber sie stehen auch auf der Webseite. Ich glaube, macht jetzt wenig Sinn, wenn ich jetzt jeden Einzelnen aufzähle. Eher weniger. Sollen wir lieber auf der Webseite gucken. Den Link posten wir auch wie immer in die Videobeschreibung. Ja. Genau. Was dann dazu kommt, sind dann noch die Verlage. Wir haben mit Panini und Salek Verlag zwei große Comic-Verlage mit dabei. Wir haben aber auch kleinere mit dabei, wir haben Händler mit dabei, was haben wir noch alles dabei? Alles Mögliche. Also von daher aus, das wird eine bunte Sache, da werden japanisches Gebäck zum Beispiel verkauft oder halt auch japanische Einrichtungen, also das ist eine Cosplay-Sache jetzt. Ne? Es gibt den Carsten Lacroix, der Originale verkauft, also der Comic-Originale verkauft. Also es wird auch dort ein buntes Fest sein, was mir auch noch ein Rahmenprogramm im Space haben wird, im Ludwig Forum, wo es dann Vorträge gibt, wo es dann Cosplay-Convention, also Auszeichnung gibt, Wettbewerb. Und alles mögliche. Es ist, und wir haben noch ja zwei Spielorte mit dabei, mit der Kirche St. Elisabeth
wo es noch eine Ausstellung der Aachener Zeichner geben wird, die auch im OK-Team sich engagiert haben, die das Ganze organisiert haben. Da wollte ich jetzt noch mal einen Schritt zurück machen, genau. Weil wir sind jetzt hier drei aus diesem 12-köpfigen Team. Hm. 12 sind wir, genau. Ungefähr. Ja, ist schon immer ganz gut zu wissen, mit wie vielen Leuten man zusammenarbeitet. Genau, ja, und da sind halt Verleger dabei, da sind Zeichner dabei, da sind Sammler dabei. Wir haben mit dem Ulrich Schröder und auch dem Eckhard Schott zwei sehr wichtige und auch dem Heiner Lünstedt, der das Comic-Festival in München macht, drei externe Berater, die wir immer mal wieder auch was gefragt haben, wenn wir nicht genau wussten, wie wir was machen sollten. Und wir treffen uns ja relativ regelmäßig, um das Ding nach vorne zu bringen, weil das ist schon eine Menge Arbeit und wir machen das ehrenamtlich. Das muss man immer... das ist ja nicht, dass wir jetzt eine große Firma werden und sagen, wir buttern da jetzt mal 100.000 Euro rein und machen ein dickes Fest und hoffen, dass wir 200.000 wieder zurückkriegen. So ist es ja nicht. Wir versuchen, da plus minus null rauszukommen. Und da steckt natürlich eine Menge Arbeit. Und da bin ich froh, wenn zwar der, wo dann alle Fäden zusammenlaufen, aber ich bin froh, dass ich so viele Enden da habe noch an den Strippen, die ich dann auch immer noch, die mir was liefern, die mir helfen, damit das Ganze auch vorwärts geht. Ja. Ich glaube, den Termin hat man noch gar nicht gesagt. 4. 5. April. Da war doch noch was. 4. 5. April, ganz wichtig, genau. Ja. Am 3. April ist offizielle Eröffnung der Ausstellung vom Ulrich Schröder. Da wird also auch noch eine Ausstellung bekommen im Ludwig Forum. Die wird auch noch 4 Wochen danach zu sehen sein. Und da ist am 3. um 18 Uhr ist große Eröffnung. Und am 4. und 5. ist dann die Comicade. Wir haben auch noch ein Abendprogramm im Space, wo der Heiner Lünstedt aus München da sein Comic-Café mitbringt, wo es nur um Comics geht und einfach nur ein buntes Programm werden wird. Und ja, das ist am Freitag von 12 bis 18 Uhr und am Samstag von 11 bis 18 Uhr. Genau. Ja. Genau. Und die Tickets gibt es für 10 Euro. Hallo, Werbeblock. Wo gibt's die? Die gibt es im Ludwig Forum selber. Und im Backhaus, das ist direkt oben am Markt in Aachen. Aber wenn ihr jetzt nicht extra nach Aachen fahren wollt, um die zu kaufen, weil ihr nicht aus Aachen seid, könnt ihr die natürlich auch gerne über die Internetseite bestellen. Genau, ja. So viel zum Werbeblock. Ja, genau. Aber auch der Werbeblock muss sein. Auch der Werbeblock muss sein. Und darauf haben wir auch eigentlich angespielt. Aber macht ja nichts. Auf jeden Fall habt ihr jetzt sehr viel Informationen und ich glaube, jeder hier würde sich freuen, wenn möglichst viele von unseren Zuschauern auch mit auf der Comicade dabei sind. Und ja, wir beide werden dann natürlich auch rumlaufen, so ganz nebenbei. Ja. Soll ich weitermachen? Ja, es tut mir leid. Ja, also wenn man jetzt von Comics hört, ich denke mal, die sind ja wahrscheinlich hier in Deutschland noch ein bisschen weiter verbreitet als Animes oder Mangas. Aber ihr werdet wahrscheinlich auch einen Teil, haben wir ja eben schon gehört, den japanischen Teil haben mit den Animes, Manga, Cosplay. Mhm. Wie seid ihr denn so zu der ganzen Szene gekommen? Wenn also ihr dazu gekommen seid. Nein, also ich habe mich nicht aufgezwungen, aber ich bin halt gefragt worden durch den Comic-Treff, in dem ich halt auch mit dabei bin, ob denn eventuell auch Interesse bestände, den Bereich dazuzunehmen. Und da habe ich mich natürlich bereit erklärt, weil so ein bisschen Farbe auf so einer Convention, auf so einer Messe kann nicht schaden. Und umso mehr Cosplayer, umso bunter wird es. Und wir wollen natürlich auch die Kinder und die Jugendlichen ansprechen. Und gerade Kinder sind ja immer fasziniert, wenn dann tatsächlich irgendwelche Leute in Kostümen rumlaufen, Fotos mit denen machen, die mal ansprechen. Die Jugendlichen, die dann irgendwann sagen, okay, wir laufen vielleicht auch mal kurz durch die Stadt, weil wir sie nicht kennen. Ist natürlich auch nochmal super ein Hingucker für die Leute, die es halt nicht mitbekommen haben, die dann fragen und vielleicht noch vorbeikommen. Besser kann man es eigentlich nicht haben. Ja. So, ja. Und wie bist du zu der Anime-Manga-Szene gekommen? So jetzt ganz persönlich einfach? Also ich bin schon ein ganz alt eingesessener Hase. ich habe mit Sailor Moon und Cat's Eyes auf dem ZDF mit 5 Jahren angefangen. Wow. Also, okay, wow. Also ich bin wirklich, wirklich schon lange dabei und ja, ich habe alles Mögliche an Messen, Conventions mitgemacht. Ich weiß, wo Sachen gut laufen können und ja, ich
habe einfach den Spaß am Cosplay und an den Fotos und ich kenne viele Leute aus der Szene und von daher bist du die Richtige für den Job. Ich freue mich einfach auf die Convention. Ich hoffe einfach, dass sehr, sehr viele Leute, die das jetzt auch sehen, dann noch sagen, ja cool, dann kommen wir auch. Ja. Ja. Aber man wird auch sehen, Gislani macht auch einen Kurs im Moment. Das ist ein Teil dieses Verfügungsforms. Wir machen 3 Kurse im Moment im Ludwig-Forum, 2, 3 Zeichenkurse, die aber jetzt, glaube ich, alle voll belegt sind. Deswegen kann man sich da jetzt leider nicht mehr zu anmelden. Und auch die Lani macht einen Schneiderkurs. Und auch diese Kostüme, die da geschneidert werden, wird man dann auf der Comic-Herde sehen. Und ich denke mal, das ist auch die Zeichnungen, die jetzt in den Kursen entstehen, werden wir auf der Comic-Herde zeigen. Also es ist auch nochmal so dieses Konzept dahinter, möglichst viele Leute im Vorfeld schon abzuholen und mitzunehmen in das Fest mit rein. Also nicht, wir machen jetzt ein Fest und ja, kommt mal, sondern halt schon von vornherein. Aber das wird gehen, das war gerade schon mal ganz kurz angesprochen. Wir werden auf der Webseite noch ein Formular freischalten, weil der Ulrich Schröder ja schon eine Woche vor der Comic-Herde da ist und im Ludwig-Forum auch arbeiten wird. Da wird sein Atelier dort aufschlagen und wir bieten für Anwohner und Interessierte, also müssen nicht unbedingt alle in Aachener Norden sein, bieten wir halt an, dem mal dann über die Schulter zu schauen, und dann wird er einen Workshop machen. Man kann auch einen Zeichenkurs mit ihm machen, und da werden wir dann sehen, da wird es dann auch eine bestimmte Stückzahl an Plätzen geben, und da muss man dann gucken. Aber wann wir das freischalten, kann ich noch nicht verraten. Also weiß ich auch noch nicht. Ich weiß es nicht. Da sollte man dann auf jeden Fall die Webseite behalten. Genau. Und da kann man sich auch ein Newsletter anmelden, dann wird man es auch rechtzeitig erfahren, weil sonst erfährt man es vielleicht zu spät und dann ist der Kurs schon voll. Oder? Das ist ja sehr ärgerlich. Ja, wir haben auf Messehunter ein ziemlich großes Cosplay-Publikum, weil das einfach, weil wir sehr viel auf Conventions unterwegs sind. Und die würde sicherlich interessieren, ob ihr cosplayt und wenn ja, was ihr denn so gecosplayt habt schon. Und ich gucke jetzt ganz bewusst die Lani an, weil ich glaube, dass das die richtige Ansprechpartnerin hier in der Runde ist. Ja, absolut. Also gecosplayt habe ich schon über 40 verschiedene Charaktere. Also wow. Ich habe es mal so überschlagen. Ich habe mal irgendwann meinen Keller aufgeräumt, also die Waffen verkauft und alte Cosplays verkauft. Und ich glaube, ich habe mittlerweile so um die 43, 44 eigene Kostüme. Wow. Und ich nähe halt auch noch für Leute, die es halt nicht so gut können oder sich nicht zutrauen. Also insgesamt habe ich wohl schon über 150 verschiedene Kostüme genäht. Wow. Und ja, also um mal so eine kleine Sparte zu nennen, ich habe so in den letzten Jahren eigentlich, es geht so ein bisschen vom Manga weg, mehr so in Richtung Serien und Games, aber so von Odins 4 Gwendolyn habe ich gecosplayt, ich habe von Disney Rapunzel gecosplayt, mit 14 Meter Haaren. Oh mein Gott! Ja, da haben wir auch auf der, zum Beispiel, ich nenne das jetzt mal, auf der Dokumi haben wir ein großes Event gemacht. Wir haben da komplett die Musik laufen lassen, sind da rumgetanzt, haben mitgesungen, haben den Boden mit Kreide bemalt, wie man es halt aus dem Film kennt. Schön. Und haben am Schluss abends noch für die Leute, die nicht auf dem Ball waren, halt die Laternen steigen lassen und sowas. Oh, toll. Also, wenn in Character, dann richtig. Ja. Und ja, so halt ganz viele verschiedene Sachen. Also ich suche mir halt eigentlich immer Kostüme raus, wo ich sage, das habe ich noch nicht gemacht, das würde ich gerne mal ausprobieren, ob mich da was am Schnitt vom Kleid oder vom Kostüm reizt oder ob das Bauen der Waffen ist. Also ich habe auch schon, ich sag mal, aus dem Musketierfilm von 2011 dann die Milady gemacht, weil ich einfach ein Korsett mal nähen wollte und mal mit altertümlichen Stoffen arbeiten wollte, die dann irgendwie 20 Euro den Meter kosten. Super tolle Idee, ja. Über Kosten sprechen wir nicht. Aber ja, ganz viel Verschiedenes eigentlich. Also wenn ich das jetzt aufliste, das dauert zu lang. Aber was ich auf der Comic-Yard auf jeden Fall mache, ich mache 2 neue Cosplays. Die werde ich aber nicht verraten. gemein, ja, okay. Damit, wenn man mich dann erkennt, dann kann man mich ja drauf ansprechen. Aber bleibt ein Geheimnis bis kurz vorher auf jeden Fall. Okay. Ja, gut. Du spielst jetzt nicht zufällig auf mich und auf dich an, ne? Nein, überhaupt nicht. Okay. Ihr kommt auch in Kostüm, oder? Ja, ich werde auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, weil ich habe das jetzt eigentlich nur 1. Ja, das wird ja reichen. Für uns reicht das. Zu dem Zeitpunkt wirst du 2 haben. Zu dem Zeitpunkt habe ich sogar schon 3.
Ja, guck, da ist ja Auswahl. Weil Karneval kommt jetzt auch noch dazwischen. Da kann man das dann auch noch schön einbauen hier in der Region. Wenn es denn überlebt, ja. Doch, es ist überlebt. Ich ziehe es ja erst Rosenmontag an, das erste Mal. Okay. Da habe ich nämlich heute das ein bisschen was zu fertig gebaut. Ich weiß, was es ist, ja. Aber ich verrate es nicht. Ich weiß auch, was du auf der Gamescom machst. Ja, nein. Für Comicade oder was war? Hatte ich jetzt nicht verstanden. ich weiß noch gar nicht, ob ich für die Comicade ein neues Cosplay machen werde. Wenn ich kein neues Cosplay mache, dann werde ich eins von den geschätzt 8 bis 10, ich weiß nicht genau, wie viele ich habe, gezählt, eins von denen machen, die ich schon habe. Je nachdem vielleicht auch nochmal mit meiner Pokémon-Gruppe. Wir haben alle Evoli-Evolutionen gemacht. Und ja, je nachdem, das kommt ein bisschen drauf an, ob die Gruppe nochmal zusammenkommt, aber einen Tag. Okay. Ja, weiß ich ja dann Bescheid, dann kannst du mir Bescheid geben, wenn ich mein Cosplay nicht fertig kriegen sollte, dann schlage ich da als Sigrun auf oder so. Ja, sehr schön. Sehr gut, okay. Ja, wo wir gerade beim Thema Cosplay sind, da ist ja Anime-Manga nicht wirklich fern, also gehört ja fest dazu. Wenn man euch denn jetzt fragen würde, habt ihr ein Lieblingsanime oder Manga? Ja, die Frage ist verhasst, die mag ich auch nicht. Aber sag mal die beiden Herren. Die haben aber auch Mangas, ja, die sie eben mögen. Also ja? Es ist ja gar nicht so, dass... Also ich komme natürlich aus dieser franco-belgischen Ecke. Ich bin halt mit den Comics groß geworden. Aber mittlerweile gibt es halt auch einige interessante Manga-Zeichner, die mir gefallen. Ich weiß gar nicht, ob die... Also Hiro Taniguchi finde ich halt sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob man ihn sonst so kennt. Vielleicht eher mit Serie. Okay, du meinst mit... Also ich bin mir der Zeichentrickfilm, also Hayao Miyazaki-Filme. Ah ja, das okay, ist dann sowas, was ich gut finde. Und den Satoshi Kon, so Millennium Actress und sowas, hat er gemacht. Und also das sind halt Filme, die ich dann... Oder Paprika. Der interessanteste, für mich jetzt, wie gesagt, als alter Mann, der aus der franco-belgischen Ecke kommt. Das ist der, den ich super finde. Also den Paprika finde ich ist einer der besten Filme überhaupt. Ja, Paprika kann ich auch nur empfehlen an alle. Ich habe ihn letztens erst gesehen und ich finde ihn unglaublich gut. Also alle, die ihn noch nicht gesehen haben. Ja. Es gibt bestimmte Internetportale, auf denen man ihn gucken kann. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Zensieren wir mal rein. Oder man kaufen sich. Genau. Ist immer viel schöner, den irgendwo in der Box auf einem Regal präsentieren zu können. Das stimmt auf jeden Fall. Genau wie mit Mangas. Das ist ja genau das Gleiche. Und mit Comics sicherlich auch. Macht ja, weniger. Aber ja. Also ich meine, es gibt weniger Scans im Internet von Comics als von Mangas. Okay, das stimmt. Das liegt auch einfach daran, dass die Leute, die von Comics angesprochen sind, meistens die sind, die etwas älter sind, die halt auch Geld haben und sich das auch leisten können. Und leider ist es so, dass die Mangas lesen, zum Teil, ich sag jetzt zum Teil, 14 bis 18 sind und halt nur ihr Taschengeld haben. Und wenn man sich überlegt, wie viel Carlsen, Egmont und Tokyo Pop, Kase, Planet Manga monatlich rausbringen, ist es ja auch logisch, dass man nicht alles lesen kann von seinen 30 Euro im Monat oder so. Ja, und es ist halt auch so, dass die richtigen Comic-Alben immer teurer werden. Das auch. Also, dass du unter 15 Euro heutzutage fast kein normal, also Comic-Album, ich spreche jetzt gar nicht mehr bekommst. Und das finde ich halt schon relativ viel. Ja, ist bei den Mangas auch so. Man muss aber auch sagen, man muss das mal überlegen, wie lange das schon so läuft. Also Mangas ist zum Beispiel, seitdem der Euro da ist, immer der gleiche Preis gewesen. Dass die jetzt natürlich innerhalb von 2 Jahren den Preis 3-mal erhöhen, ist natürlich ein bisschen hart, aber man muss auch überlegen, dass die Farben teurer werden, die Papiere werden teurer, die Maschinen müssen gewartet werden, die Übersetzungen kosten, alles kostet einfach. Und dann kann man sich auch nicht beschweren, wenn man sagt, oh, jetzt muss ich aber für den Manga 6,95 zahlen. Ja, wenn man ihn dann nicht kauft, dann kostet er das nächste Mal noch mehr, weil dann wird weniger produziert. Also, toll ist das. Immer schön kaufen. Immer schön kaufen. Immer schön kaufen. Genau. Auf der Comicade natürlich. Also, bei den Händlern. Bei den Händlern, genau. Da kriegt man auch das Original. Und vielleicht eine Zeichnung für den Zeichner. Ja. Genau. Und die kleinen Zeichner unterstützen. Genau. Die da ihre genau, wir haben 30 Künstlertische noch mit... Ja, zum Teil, ich habe gedacht, das wären alles Nachwuchskünstler, aber sogar sind auch ein paar dabei, die auch schon ein bisschen länger dabei sind, die sich aber da auch nochmal so präsentieren wollen. Aber es sind auch wirklich ein paar wirklich neue Gesichter dabei. Da ist auch alles dabei, da kann man auch mal dran vorbei gucken und vielleicht entdeckt man ja jemanden oder kauft eine Zeichnung von jemandem, der in ein paar Jahren dann
ganz bekannt ist und man hat halt eine Zeichnung von ihm. Ja, und wir haben ja sogar, vielleicht auch noch zu erwähnen, sogar zwei Alben, die extra zur Comic-Jade rauskommen. Ja. Also die, wo die Zeichner extra das, darauf hingearbeitet haben, dass sie zur Comic-Jade rauskommen. Das ist einmal der Harald Schröder, der ein Album rausbringt. Ist das sogar drei? Ja, über die Facebook-Seite hat sich doch noch einer gemeldet. Achso, okay. Der auch noch einen. Ah, okay, sorry. Das der hatte sich doch, genau, da stand, wir haben, kennen zwei und da sagt er, ich kenne schon drei. Gut, genau. Aber ich habe den. Mal gucken, ob er da sich dann bringt sein erstes Album raus und es kommt halt ein Album vom kleinen Karl, der unser Maskottchen ist und überall zu sehen ist. Da kommt jetzt halt auch ein richtiges Comic-Album raus zu kommen. Ja, und ich versuche mein erstes Kapitel fertig zu machen. Aber ich, das könnt ihr rausschneiden. Wer weiß, ob es fertig wird. Das ist live. Das ist noch live nicht, aber ungeschnitten. Ja, dann habe ich ja jetzt noch mehr drin. Das ist kein Tisch, wenn du nicht fertig bist. Also, ne, ganz viele Nachrichten an die Comic-Jade, dass das erste Kapitel von der Lani fertig werden soll, damit die ganz viel Druck hat und los, Community! Einen Aufruf starten, genau. Ja, genau, unterstützt mich mal so ein bisschen mental. Ja, ich würde sagen, wir machen mal weiter. Ja. Mach ja nichts. Entschuldigung, bevor noch mehr Druck aufgebaut wird. Wir lenken jetzt ganz dezent von dir ab. Ja, ja, genau. Ja, da es ja jetzt die erste Comic-Jade ist, was erhofft ihr euch denn so an Besuchern oder auch im Vorhinein habt ihr ja die ganzen Kurse? Was erhofft ihr euch davon? Also die Kurse sind ja jetzt belegt. Die sind, wir hatten mal hochgerechnet, 20, 40, 60, 80, rund 80 Teilnehmer, die jetzt da dran teilnehmen, da, die werden wir auch alle einladen zur Comic-Jade. Also die werden ja schon mal kommen, also 80 werden da sein mit uns. Und jetzt 100. Also 202, wir können das jetzt hoch. Und wir bringen auch noch so um die 20, 30 Leute mit. Ja, genau. Und wenn jetzt jeder, der das sieht, auch noch kommt und noch jemand mitbringt. Wir haben jetzt für den Vorverkauf haben wir 500 Karten produziert, aber wenn die jetzt morgen früh weg sind, dann werden wir sicherlich auch nochmal weitere 500 produzieren. Ich weiß nicht, wie weit wie hoch die Kapazität vom Ludiforum ist, aber es ist viel Platz. Man kriegt ja im Ludiforum ja nicht nur das Comic-Festival, man kriegt ja auch das ganze Museum. Das heißt also... man kann die Gelegenheit nutzen, dann auch sich mal die Kunstwerke. Ja, man kann auch mal, auch mal sich die Kunst da angucken. Und die haben ja auch einen Warhol und die haben Rauschenberg und Lichtenstein. Lichtenstein. Die haben ja auch da durchaus Werke, die einen Comic-Bezug haben. Und das sollte man sich auch durchaus mal angucken. Und wie gesagt, mit St. Elisabeth und mit Lake, mit dem Atelier Lake kann man ja auch ein bisschen rumlaufen. Also es wird sich auch ein bisschen verteilen. Das einzige Problem haben wir bei der Abendveranstaltung. In der Space dürfen nicht mehr 200 Leute rein. Das heißt also, da werden wir extra Karten an den Tagen verteilen. Und wenn die weg sind, dann ist es halt so, dann gibt es halt keine mehr. Also wir können nicht jeden abends den Zutritt dann zu der Abendveranstaltung. Aber vielleicht hat auch nicht jeder Lust, noch abends sich auch noch das anzutun. Es ist ja auch bei vielen anderen Conventions und Messen so, dass es separate Abendveranstaltungen gibt. Also um jetzt mal ein paar Beispiele zu nennen, Dokumi und Konichi und so weiter, die haben ja auch alle nochmal extra Karten, von daher. Ja, aber es kostet nichts extra. Also das kann ich schon mal sagen. Ach so, es kostet ja gut, nichts das extra. Ist dann natürlich. Die ersten 200, die sich melden, die also wir werden dann Infostand haben und die ersten 200, die sich an den Tag dann jeweils an dem Freitag und am Samstag melden, können dann in der Abendveranstaltung teilnehmen und der Rest dann leider nicht. Oder sie müssen dann teuer die Karten kaufen von den Schwarzhändlern. Es gibt keinen im offiziellen Handel, gibt es nur bei mir. Nein. Sowas also, werden wir unterbinden, sowas. Cosplayer sind, glaube ich, im Moment 130 angemeldet. Da geht natürlich noch mehr, das weiß ich, aber man muss ja auch mal plus minus rechnen. Nicht alle, die sich anmelden, schaffen es im Endeffekt oder dann funktioniert irgendwas nicht mit der Fahrt oder mit dem Geld oder ne, es passiert was Familiäres, man weiß es nicht. Ja, wir hoffen mal auf viele junge Leute und Interessenten. Den Link zur Veranstaltung werden wir natürlich auch wieder unten in die Videobeschreibung rein tun, also wer bei Animax angemeldet ist. Ja, es gibt auch eine Facebook-Seite, da kann man sich anmelden. Ja, alles rein. An Links. Die Videobeschreibung wird wieder sehr lang. Ihr kennt das von uns ja nicht anders. Genau, die letzte Videobeschreibung war auch etwas länger. Und es gibt ein cooles Video. Wir haben einen coolen Trailer vom Harald Schröder, der hat uns ein wirklich coolen Trailer zur Comic-Jade gemacht. Und den habe ich schon gesehen letztens. Ja, und da wird es auch demnächst noch eine Interviewserie geben. Also ich habe ein Interview mit dem Ulrich Schröder schon. Das muss ich immer noch schneiden und online stellen. Aber das wird jetzt zeitnah passieren. Also
Ja, den Trailer, den könnt ihr euch dann auch am Ende des Videos angucken. Den schneide ich euch dann noch da rein und einfach dann auf den Trailer klicken. Dann kommt ihr auch zum Originalvideo des Trailers und könnt dann da auch Feedback zum Beispiel da lassen oder vielleicht sogar, ja, ich komme, ich habe da jetzt richtig Lust drauf. Wie gesagt, einfach bis zum Ende des Videos warten. Ja, wir sind auch schon fast am Ende. Jetzt natürlich noch so ein bisschen schlusswortmäßig. Da sind eure Zuschauer. Was wollt ihr denen noch sagen? So zum Schluss. Gar nichts. Okay. Moment. Also ihr seid alle herzlichst eingeladen. Wir freuen uns auf euch und bringt gute Laune mit und vor allen Dingen gutes Wetter und dann wird das eine super Convention. Genau. Dem kann nicht. Also wir sind ja Männer, wir sind der Einzige. Ja, da schließen wir uns an. Wir schließen uns an. Wir wir laden euch auch alle ein. Genau. Ja, okay. Dann danke ich euch ganz herzlich, dass ihr da wart, dass ihr den Weg auf euch genommen habt, hier in unser kleines, beschauliches Dörflein. Würzel ist doch Weltstadt. Da liegt doch die Glocke vor der Kirche. Wir waren im Downtown. Wir waren Downtown und haben die Glocke vor der Kirche gesehen. Ja, wir sind ja nicht Würzeln eigentlich, wir sind ja eigentlich sogar Baden-Berg. Also das ist ja weltbekannt, das Baden-Berg. Ja, auf jeden Fall. Im Gegensatz zu Würzeln. Also, manchmal ist es sogar wirklich bekannter als Würzeln, weil wir das Krankenhaus hier haben. Ja, das stimmt. Wenn man dann sagt, ja, wir kommen aus Würzeln, ja, kenne ich nicht. Hier aus Baden-Berg. Ah, das sind doch die mit dem Krankenhaus. Ja. Ja, genau da. Ob man sich darüber freuen muss, dass man wegen Krankenhaus bekannt ist, na, aber auf jeden Fall kennt man uns so ein bisschen. Ja, wie gesagt, alle Links, die wir jetzt so im Laufe des Gesprächs erwähnt haben, findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung und ja, ich und der Taker, wir werden auf jeden Fall auf der Comiciade zu finden sein. Wir werden da sicherlich auch den einen oder anderen von euch vielleicht vor die Kamera kriegen. Ihr dürft uns dann auch gerne sagen, was ihr von der Comiciade haltet. Und nur die positiven Sachen. Also das man muss ja auch sagen, es ist ja das erste Mal, dass sie stattfindet. Genau. Also seid nicht zu hart mit uns, bitte. Genau, ihr dürft euch auch spontan dürft ihr uns auch danken oder so. Ja, oder natürlich. Um den Arm. Ich stehe jederzeit für Danksagung zur Verfügung. Also sind wir immer für zu haben. Ja, und wie gesagt. Wir beide freuen uns auf jeden Fall schon sehr auf die Comiciade. Wir freuen uns sehr, dass jetzt hier in Aachen auch eine Messe bzw. eine Convention ist, zu der wir hingehen können. Mal keine lange Anfahrt. Ja! Und ja, wie gesagt, dann freuen wir uns auf April und werden euch dann sicherlich auch nochmal alle wiedersehen. Und vielleicht sieht man euch ja dann auch mal in unserem Videobericht dann passend zur Comiciade. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Machen wir gerne. Ja, also, danke für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass wir uns hier präsentieren durften. Sehr gerne. Okay, bis dann. Wir freuen uns. Tschüss. Tschüss. Comiciade, 4. und 5. April.